Island ist eine Mennonitenkolonie im Departement San Pedro im Norden Paraguays. Ihre Geschichte und Entwicklung kann man erst verstehen, wenn man den Ursprung der Mennoniten kennt. Im 16. Jahrhundert bildete sich in Europa eine Gruppe von radikalen Wiedertäufern. Diese lehnten die Kindertaufe ab und praktizierten die Glaubenstaufe der Erwachsenen. Aufgrund ihrer friedfertigen Lebenseinstellung verweigerten sie den Kriegsdienst und forderten die Trennung zwischen Kirche und Staat. Dies führte von Seiten des Staates, aber auch der Kirche zu Verfolgungen der Wiedertäufer, die eine Verteilung auf dem ganzen europäischen Kontinent zur Folge hatten. Der niederländische katholische Ex-Priester Menno Simons sammelte und festigte viele dieser verstreuten Täufer, die bald darauf Mennoniten genannt wurden. Schon immer zeichneten sich die Mennoniten durch ihre Liebe zum Landleben heraus. Sie bearbeiteten das Land, um ihre Familien zu ernähren. Auf den verschiedenen Wanderrouten seit dem 16. Jahrhundert bis heute durchzogen sie unter anderem die Niederlande, Preußen, Russland, Kanada, die Vereinigten Staaten, Mexiko, Bolivien und Paraguay. Dabei bebauten sie immer wieder schwieriges Land, das manchmal unwirtschaftlich und unbewohnt war, und machten es fruchtbar.